Was einen Menschen auch sehr stressen kann, ist das Thema Kontrollen. Wen wundert's? Zu wenig Kontrollen, wir bekommen kein Feedback, ne? Keine Ahnung, es fällt irgendwann auf, dann kommt die Kackerlawine auf einen zu, ne? Oder man lässt einfach laufen. Okay, hört sich komisch an, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Sind die Kontrollen zu streng, denkt man, hey, der vertraut mir nicht. Das wäre natürlich auch sehr, sehr heftig. Der will einen Fehler finden, der will mich loswerden. Das heißt, als Führungskraft oder als Fachvorgesetzter, Chef, wie auch immer, oder wenn man sich gegenseitig kontrolliert, muss man so einen Sweet Spot finden der Kontrollen. Weil oftmals muss man Kontrollen machen, um zu schauen, sind wir in den Zahlen. Weil wenn die Firma nicht läuft, hat keiner mehr einen Arbeitsplatz. So, ist man in dem gesetzlichen Bereich, also handelt man so, wie die Gesetze es vorsehen, muss man kontrollieren. Hygiene zum Beispiel, Gastronomie, ne? Bringt ja nichts, wenn der Laden dicht ist. So, das heißt, man muss halt ja eine gewisse Philosophie im Unternehmen anstreben, dass man sagt, hey, wir müssen kontrollieren. Ist einfach so. Ne? Wir machen es miteinander. Wenn wir Fehler finden, hey, nicht schlimm. Kann immer passieren. Wichtig ist, dass sie nicht öfters passieren. Dass man es abstellt zusammen. Ne? Das ist halt ein kulturelles Thema, auch eine Kontrollkultur zu erarbeiten, wo die Leute keine Angst haben. Ne? Wo die denken halt, hey, es ist halt einfach so. Ne? Ich werde nicht mit der Mistgabel gejagt. Gut, wenn jemand immer Montag denselben Fehler macht, ne, weil er, keine Ahnung, am Wochenende ein bisschen was getrunken hat, das ist natürlich schwer. Ne? Dann wird es dann auch mal ein bisschen ernster. Aber da muss eine Unternehmung drauf achten und auch ein Mitarbeiter einfach das Verständnis zu haben, es muss ab einem gewissen Punkt einfach stattfinden.